Ozonbehandlung ist gerade ein ganz großes Thema bei uns in den Werkstätten. Da kommt ein Fahrzeug zu uns rein mit unangenehmen Gerüchen und so weiter. Da hat Mahle ein Gerät entwickelt, das Mahle Ozon Pro. Das beseitigt Bakterien, Keime, Viren, alle Viren inklusive der Coronaviren. Genau, und die Gerüche, aber zu den Coronaviren nochmal, das Gerät schafft es wirklich nachweislich, diese Coronaviren zu eliminieren. Ein anderer riesengroßer Vorteil speziell von diesem Gerät ist, dass hier an der Seite ein sogenannter Ozonsensor ist und dass dieses Gerät mit einer App überwacht werden kann. In der Werkstatt ein super Ding und das zeigen wir euch jetzt mal am Fahrzeug. Komm mit. So, das Gerät steht im Fahrzeug, ist über den Zigarettenanzünder eingeschaltet, kann man auch über Netzteil machen, wenn man über den Zigarettenanzünder macht, natürlich Ladegerät dran zur Stütze. So, und dann kann es auch schon losgehen. Die Heizungsautomatik ist eingestellt auf Umluft. Jetzt haben wir den riesengroßen Vorteil an diesem Gerät, wie vorhin schon gesagt, man kann jetzt hier das Fahrzeug auswählen, es gibt mal Busse oder auch Räume, und dann kann man das einfach starten, einfach rüberziehen, wupp, die Anlage läuft jetzt. Jetzt haben wir eine gewisse Zeit eingestellt, das kann man 20 Minuten, 40 Minuten und eine Stunde, je nachdem, was man wählt. Das Gerät fängt erst an mit dem Zeitablauf, wenn der Raum gefüllt ist. Dafür ist dieser Sensor drin, das ist eine Innovation, weil der Raum, erst wenn er richtig mit dem Ozongas gefüllt ist, dann fängt diese Zeit abzulaufen und ich habe zu jeder Zeit die Kontrolle hier drüber. Ich kann in der Zeit weiterarbeiten und das Gerät sagt mir irgendwann, abgeschlossen, und abgeschlossen ist die Reinigung erst, wenn auch wirklich alle Ozongase wieder raus sind. Das ist das Wichtige für uns, denn wir kommen normalerweise sonst ans Fahrzeug, machen auf, entlüften das Auto, lassen das Ozon aus dem Fahrzeug raus. Genau, und das stinkt dann trotzdem noch in der Halle. Das ist natürlich viel schöner. Das überwacht alles dieser Sensor, also mega Sache. Und woran man natürlich denken muss danach, ist auf jeden Fall den Innenraumfilter mitzutauschen. Und Innenraumfilter von Mahle gibt es in drei verschiedenen Varianten. Das ist die normale Papiervariante. Dann haben wir hier die Aktivkohlefiltervariante. Und mein Favorit ist Kermetix. Das ist eine Variante Aktivkohlefilter und antibakterielle Beschichtung. Da kommt gar nichts mehr durch. Also ist echt mein Favorit. Und mit der Ozonbehandlung, mit dem Gerät, macht richtig Spaß. Ihr seid auf der sicheren Seite. Und wenn ihr den Filter dann noch zum Schluss reingemacht habt, dann hat alles funktioniert. Viel Spaß dabei. Spart Zeit und habt das die ganze Zeit im Griff.